Der Sommer war ja ein ziemlicher Reinfall dieses Jahr, aber vielleicht entschädigt uns ja noch ein schöner Herbst. Das wäre dann die Chance fürs neue Golf Cabriolet. Und damit herzlich willkommen zur Motorshow, liebe Zuschauer. Kein modernes Blechklappdach, sondern ein klassisches Softtop. Kein Überrollbügel mehr, sondern freie Sicht nach oben. Ja, die Zeit der Erdbeerkörbchen, die ist wohl endgültig vorbei bei Volkswagen. Dazu gibt es besonders sparsame TDI- und TSI-Motoren. Wir fahren heute den größten Benziner. Allerdings der ziemlich klein, nur 1400 Kubik, aber 160 PS. Wir sind gerade auf dem Weg, Sie sehen es ja hier, nach Luzern. Dort treffen wir Miss Schweiz-Bewerberin und Taxifahrerin Priska Erni. Das neue Golf Cabrio fährt sich, wie ein Golf sich fahren muss. Keine Schwächen, absolut unauffällig. Die 160 PS Maschine macht Spaß, aber natürlich keine Rakete aus dem Auto. Allerdings kommt es ja auch hier gar nicht auf die Geschwindigkeit von 0 auf 100 an, sondern von 0 auf offen. Serienmäßig elektrohydraulisch funktioniert das und auch bei langsamer Fahrt. Schön, dass es den Überrollbügel nicht mehr gibt, denn ohne den sieht so ein Cabriolet natürlich viel, viel besser aus. Die Sicherheit bleibt dabei nicht auf der Strecke. Es gibt jetzt einen Überrollschutz, der rausspringt, wenn das Fahrzeug umkippt. Es gibt Front-Airbags, Seiten-Airbags und links sogar einen Knie-Airbag. Dieser Golf schafft als Cabriolet beruhigende 5 Sterne im Euro NCAP Sicherheitstest. Laut VW ist das Fahrzeug besonders verwindungssteif, allerdings auf kurzen Wellen zittert der Spiegel beispielsweise schon so ein kleines bisschen. Das Stoffdach ist zwar nicht ganz so widerstandsfähig wie ein festes Klappdach, aber es ist recht platzsparend. So bleibt auch bei offenem Dach der Kofferraum ziemlich groß für ein Cabrio. Und hier kommen die technischen Daten. Der VW Golf Cabriolet 1,4 TSI kostet inklusive Zubehör und abzüglich eines Euro-Bonus von 7.450 Franken 32.350 Franken. Er hat 1,4 Liter Hubraum, 4 Zylinder und leistet 160 PS. Von 0 auf Tempo 100 braucht er oben ohne Golf 8,4 Sekunden. Das maximale Drehmoment beträgt 240 Newtonmeter. Laut Hersteller soll das Cabrio im Schnitt 6,4 Liter Benzin auf 100 Kilometer verbrauchen. Der CO2-Ausstoß beträgt 150 Gramm pro Kilometer. Der VW schafft die Energieeffizienzkategorie B. Wir fahren jetzt gerade rein nach Luzern. Hier treffen wir Priska Erni. Sie ist 22 Jahre alt und vielleicht schon bald berühmt als Miss Schweiz. Es ist kurz nach 18 Uhr. Priska Erni hat seit wenigen Minuten ihre Nachtschicht begonnen. Die Miss Schweiz 2011-Kandidatin arbeitet seit 9 Monaten als Taxichauffeuse. Ihr Arbeitsgerät? VW Passat Kombi, Jahrgang 1998. Ja, es ist schon mehr für mich, weil für mich ist es wie ein Feeling. Ich finde es mega cool, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich liebe es, Sounds zu hören. Ich liebe es, durch die Gegend zu cruisen. Und es ist mehr als nur einfach von A nach B. Vom Stil, mir gefallen vor allem halt die oldschooler Autos. Zum Beispiel ein alter VW gefällt mir, VW Golf 2 beispielsweise, gefällt mir mega. Oder so ein alter Mustang, so die Amerikaner, die älteren Autos, die gefallen mir mega. Und eben, wie schon gesagt, ich kann keine Marke nennen, wie ganz genau das heisst. Ich kann dir den einen zeigen, wenn wir durchfahren. Die Luzernerin bezeichnet sich trotz ihres Jobs als normale 21-Jährige. Bei Gesprächsthemen mit ihren Freundinnen ist nichts dabei, was die Welt nicht schon gehört hätte. Wir sind so wie alle anderen Frauen auch. Wir hocken ein bisschen zusammen und sind ein bisschen am Reden über dies und das, über Männer und unsere aktuellen Geschichten und was wir noch besser machen, was auch immer. Also wirklich voll girly-mässig. Nicht mit Autos und gar nicht. Gehen wir Taxi Erni?
Ja, ich bin ja gerade oben. In der Regel sind ihre Fahrgäste unkompliziert und freundlich. Zum Teil am Wochenende kann es mühsam sein, wenn halt die Gäste extrem betrunken sind, so gegen Morgen rein. Aber schlussendlich, wenn einer so fest betrunken ist, ja, dann nehme ich ihn gar nicht mit. Weil ich wollte nicht riskieren, dass er mir irgendwie ins Taxi kotzt und nachher mir die ganze Nacht versaut. An diesem warmen Spätsommertag lässt weitere Kundschaft auf sich warten. Sollst du eigentlich nicht mehr arbeiten jetzt? Ich bin theoretisch, aber ich habe gar nichts zu tun. Und darum bin ich jetzt schnell arbeiten. Aber ich bin jederzeit bereit, weil ich habe es nachher bei mir. Meine Kunden sind in meinem Ohr und sobald es wieder läutet, geht es los. Wenn ich mal keine Lust habe, zum shoppen oder mich zu zeichnen, wie zum Beispiel jetzt gerade, habe ich eine ruhige Minute. Und dann hocke ich hier auf dem Bänkchen und an meinen Zeichnungen weitermachen. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich auf den Huben von meinem Taxi eine Zeichnung, auch die habe ich selber gemacht, weil das ist meine grösste Leidenschaft. Da vorne ist so ein Mustang. Was meinst du? Er ist cool. Er ist wirklich mega schön. Wenn das Modell noch etwas älter wäre, würde es mir noch mehr gefallen. Aber es ist auch ein sehr schönes Modell. Der Abend ist noch jung. Und ein paar Fahrten muss Priska auf alle Fälle noch machen. Denn ihre Schicht dauert bis morgens um 6 Uhr. Da ist sie ja schon, die Priska. Hallo, grüß dich. Hallo, ciao Kurt. Hi, ja, werfen wir doch gleich mal einen Blick auf unser Baby, unseren Golf. Mhm. Wie findest du ihn? Mega herzig, wirklich mega. Vor allem die Kanten auf der Seite, finde ich, macht es extrem sportlich. Und die Lichter, wenn man von vorne anschaut, dann gibt es so einen bösen Blick drin. Und ja, cooler Touch, das gefällt mir wirklich. Okay, dann gucken wir uns das Heck noch schnell an. Mhm. Ja, da sehen wir das erste Mal die Leuchten. Die sehen sehr sportlich aus. Mhm. So schön um die Ecke herumgebogen. Sehr schön. Und der Kofferraum ist recht klein. Oder meine ich das nur? Mhm. Meinst du nur? Guck mal rein. Der ist nämlich meiner Ansicht nach richtig tief und groß. Ah, wow. Hey, das täuscht gerade ein bisschen. Aha. Ja, voll Stauraum. Und das finde ich auch noch cool. Zum Auftun mit dem VW-Zeichen. Das okay. Ist wirklich mega, mega cool. Warum gibt es eigentlich keine Taxi-Cabrios? Hey, das wär's noch. Das wäre, glaube ich, etwas Neues. Ich glaube, das fehlt. Aber nur ein Taxischädel, wo, wenn wir das hinmachen, müsste ich so in der Hand haben und aufstrecken. Fährst du eigentlich gerne Cabrio? Mega. Also ich finde es mega cool. Weil der Wind geht durch die Tore, man hat irgendwie das Gefühl, man ist draußen und gleich voll am Fahren. Also ich finde es stylisch, ja. Okay, dann geht's ans Fahren. Bitte einsteigen und wohlfühlen. So, Priska, jetzt bist du eine ganze Weile gefahren. Hast du es denn genossen? Mega. Es ist super zum Fahren. Er fährt mega fein und hat auch einen schönen Zug getroffen. Und ja, das Einzige, was mir nicht so gefällt, er ist so leislich. Also den Motor höre ich fast nicht. Und das fehlt mir ein bisschen. Das kann man natürlich auch ganz, ganz positiv sehen, oder? Ja, also für mich, aus meiner Sicht. Okay, wann geht's weiter mit dem Taxi? Wann ist die nächste Schicht? In ein paar Stunden geht es wieder los. Jetzt noch schnell ein bisschen schlafen und dann ab geht Taxi fahren. Okay, Schönheitsschlaf. Wir wünschen viel Erfolg. Zum einen beim Taxifahren und zum anderen natürlich bei der Wahl zur Miss Schweiz. Hat einen Riesenspaß gemacht. Dank dir. Danke vielmals. Und mach's gut. Gerne wieder. Das neue Golf Cabriolet im Fazit. Priska war ja ganz besonders von der Optik so begeistert. Ich finde, das ist kein echter Hingucker, kein Eyecatcher, auch kein Renner. Vielleicht ist es mir ein Tick zu solide. Auf alle Fälle ist das ein sicheres und praktisches Auto zum Offenfahren, das ein langzeittaugliches Design bietet und eine Menge Platz und obendrein auch noch recht sparsame Motoren. Der kleinste Diesel, der soll mit 4,4 Liter im Schnitt auskommen und unser 160 PS Benziner, der hat im Alltag weniger als 8 Liter gebraucht. Es ist die Summe der Qualitäten, die hier überzeugt. Es ist ein typischer VW Golf.
In der nächsten Motorshow gehen wir an die IAA nach Frankfurt und zeigen Ihnen all die Trends und neuen Modelle. Bis dahin sehen wir uns natürlich wie gewohnt auf www.motorshow.ch. Ja, da könnte man glatt neidisch werden. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.